Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen im normalen Wahnsinn von Möllis Road Story. Ich begrüße euch, Leute. Ja, Mensch, was eine Ansprache, ey. Habe ich extra für euch am Wochenende geübt. Ja, was soll ich sagen? Ich bin an der zweiten Abladestelle. Ihr wisst ja, ich fahre heute fast nur sowas ähnliches wie Nahverkehr. Was anderes ist es nicht. Ich war heute Morgen um 8 Uhr in Stockstadt, habe da abgeladen. Bin jetzt in Friedberg, habe abgeladen, habe mir noch schnell zwei Stullen geschmiert und fahre jetzt weiter nach Würges und lade Flaschen. Ich hoffe mal, dass das für morgen erst ist, dass ich dann heute Abend zu Hause bin, weil ich habe sowas von null Bock gehabt, heute Morgen aufzustehen. Also die Montagslustlosigkeit hat wieder volles Rohr zugeschlagen. Ja, ich konnte leider noch nichts filmen heute Morgen, ganz einfach deswegen, weil ich mein ganzes Equipment heute, oder besser gesagt übers Wochenende mit zu Hause hatte, außer die Ladegeräte. Und ich habe am Wochenende ein bisschen was aufgenommen. Und zwar eine Roomtour vom Wohnwagen. Habe da ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und so. Also ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Aber das ist halt auf einem anderen Kanal. Wen es interessiert, kommt am 12. raus. Die Roomtour von unserem Wohnwagen. Hier wieder Werbung in eigener Sache gemacht. Steht mir ja zu, mein Kanal, meine Werbung. Das ist die einzigste kostenlose Werbung, die ich kriege. Kleiner Scherz. Da haut er nochmal einen rein, der Möller. Das dazu. Deswegen musste ich das heute Morgen erst alles laden. Und jetzt sind die Akkus so langsam wieder voll. Und jetzt können wir losstarten. Abgeladen, ohne Probleme. Wie gesagt, ich habe mir jetzt noch eine Stulle geschmiert. Besser gesagt, zwei. Knäckebrot, versteht sich. Und ich düse dann jetzt los Richtung Würges. Da bin ich ungefähr so gegen 12:30. Mal gucken, ob ich da noch Pause machen muss. Und dann fahren wir wieder Richtung Heimat. Wie gesagt, ich denke mal, dass das für morgen früh abladen dann erst ist. Und dann geht es in die große, weite Welt. Schauen wir mal. Also Freunde, ich hau mir das Knäckebrot in den Kopf. Meld mich später nochmal bei euch und ich würde sagen, bleibt anständig. Bis dann.
Leute, wie ihr unschwer erkennen konntet, habe ich geladen. Und ich bin auch schon auf dem Weg Richtung gelobten Land, welches ich vorhin erreicht habe. Ich habe die Staatsgrenze überschritten. Ja, wie gesagt, das... Du stehst ja auch schon Zeit heute Morgen hier. Geil. Wie gesagt, geladen in Würges, die Flaschen, das geht immer ratzfatz. Wenn die mit zwei Staplern anrücken, einer holt die Flaschen bei, der andere lädt sie aufs Auto drauf. Da kommst du manchmal gar nicht hinterher zuzumachen. Musst allerdings auch jedes Mal aufpassen, mindestens 5 Meter Abstand zum Stapler zu halten und so. Also, da kreisen die Füße, sage ich nur. Da kreisen die Füße. Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin so 20 nach 4 bin ich da. Morgen früh zwischen 7:30 und 8 abladen. Ist cool. Einziger Nachteil ist, ich habe dann fast volle Fahrzeit. Also, ich höre dir schon drapsen. Hamburg oder irgend sowas. Mal kicken. Mal kicken, was man so hat. Ich könnte auch nochmal in die Schweiz fahren. Ja. Also, ich, wie gesagt, bin auf dem Weg nach Hause. Bis jetzt super durchgekommen, überall. Hier und da mal ein Idiot. Ja, das ist ja gang und gäbe, also ganz normal. Und ich freue mich auf jeden Fall heimzukommen. Wie immer. Also Freunde, ich wünsche euch einen schönen Montag, einen schönen Feierabend. Und wir sehen uns morgen früh in alter Frische wieder. Bis dahin, bleibt anständig. Adiosos. Guten Morgen, Freunde, ey. Es ist Dienstagmorgen. Ich habe abgeladen und warte auf meinen Auftrag. Ich habe bis jetzt noch nichts.
Oder? Nein, habe ich nicht. Ja. Ja, Flaschen abgeladen heute Morgen. Vor mir war noch ein neuer Kollege von uns, von der Firma. Dem bin ich ein bisschen zur Hand gegangen. Und ansonsten ging das jetzt eigentlich ratzfatz. Ich war um 7:30 hier, jetzt ist es 9 Uhr. Akkurat. Ne? Hoffen wir mal, dass heute was Vernünftiges kommt. Ich würde mal in die Schweiz fahren. Wunschdenken. Schauen wir mal. Also, es gibt noch nichts Wildes zu berichten. Ich melde mich nachher wieder. Bis dann. Also Leute, ich stehe jetzt hier gerade an der Tankstelle. Mir platzt gleich der Sack. Ehrlich, mir platzt gleich richtig der Sack. Ja, es ist Krieg. Ja, wir müssen damit rechnen, dass die Preise nach oben gehen. Es ist alles klar. Es ist auch alles cool, was unsere Regierung gemacht hat und, und. Aber wir müssen doch verdammt nochmal in der Lage sein, in unserem Land so eine Preisbremse für die Spritpreise zu machen oder die Steuern zu senken oder sonst irgendwas. Ich stehe jetzt hier bei uns an der Tankstelle, der Diesel 2,24 Euro. 2,24 Euro. Überlegt euch das mal. Das kann es doch nicht sein, oder? Das ist ja brutale Scheiße, ey. Das sind ja im Endeffekt, vor zwei Wochen waren wir 70 Cent billiger. Hammerhart, ehrlich, ey. Also wenn da die Regierung nicht langsam aufwacht, wer soll denn das noch alles bezahlen? Welche Spedition sollen da überleben? Alter, das ist ja der Hammer, ist das ja. Alter, da krieg ich Plack, ehrlich, da krieg ich richtig Plack, krieg ich da. Da könntest du dem Putin richtig noch einen in die Fresse hauen. Alter, ich könnte mich so in Rage reden, ohne Scheiß, ey. Was denkt dieser kleine Zarenarsch eigentlich, wer er ist, hä? Hammer, echt, ey. Ich krieg Plack, ich krieg richtig Plack. Ich wollte mich so zurückhalten, aber ich krieg Plack und ich zeige euch das auch. Das ist mir scheißegal, ehrlich, ey. Es geht hier nicht um das russische Volk, es geht um dieses kleine Arschloch. Ey, ich kann das nicht oft genug sagen, ne? Was eine dummes... Hammer, echt. 2,24 Euro, Wahnsinn. Und es wird bestimmt noch teurer. Michel! Grüß dich Gott! Das ist der Michel! Grüß dich Gott! Nicht, wo ich hinfahre. Na? Richtig. Freilassing. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich hätte damit nicht gerechnet. Aber ich glaube, ich werde heute Abend wieder im Maxl reinsitzen. Wenn es zeitlich funktioniert. Ich muss mal gucken, dass ich hier einigermaßen wegkomme und so. Oh, das ist grün. Wenn es grün ist, muss man fahren. Stehst du? Quasi. Was sind denn das für Vögel hier? Ja, da versuche ich auf jeden Fall hinzukommen. Aber ich habe jetzt eine Umfuhr geladen. Das wird mich zeitlich etwas zurückwerfen. Mal gucken, ob ich es schaffe, dass ich bis um 8 da oben bin. Weil bis um 8 kann ich fahren. Ne? Morgen früh muss ich nicht unbedingt um 6 Uhr dastehen. Das Zeug muss bis um 10 Uhr da sein. Also das passt. Einwandfrei.
Schauen wir mal. So, also ich bringe die Umfuhr weg, dann lade ich beim Dooni und dann im Tiefflug Richtung Berge. Also, bis später. Freunde, habt ihr das gesehen, wo ich bin? Habt ihr das gesehen? Richtig, Maxl rein, mal wieder. Und ich komme hier auf den großen Parkplatz. Was steht hier? So ein Dreckskühler. Aber ich habe mich in eine andere Ecke gestellt. Das sollte okay gehen. Ja, heute wirklich soweit alles cool gepasst, bis auf diese Holzabladung. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht, da möchte ich aber auch nicht näher drauf eingehen. Das war mal wieder so ein... Ja, hat jemand anders vorgeladen, sagen wir es mal so. Das sollte reichen, Punkt, fertig. Ja, das habe ich leer gemacht, dann habe ich die Umfuhr noch gefahren, habe beim Toni ein volles Auto geladen für Freilassing. Und da bin ich, in Maxl rein. Diät muss heute mal wieder Diät sein, ist mir scheißegal. Jetzt gibt's ein schönes Schnitzel oder ein Zwiebelrostbraten. Das pfeife ich mir jetzt drin. Das muss unbedingt sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war Teil 262, wenn mich nicht alles täuscht. Gab, glaube ich, nicht so allzu viel zu sehen, aber ey, so ist halt der Job und so ist das halt. Ihr wisst's, ja. Ich hoffe trotzdem, dass es euch einigermaßen gut gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich am Sonntag wieder. Ich muss mal gucken, weil wir übers Wochenende wegfahren. Muss ich mal gucken, ob ich den Freitag noch mit reinnehme oder draußen lasse. Oder muss ich mal kicken. Naja, muss ich mal gucken. Vielleicht kommt am Sonntag auch gar kein Video. Ich weiß es noch, wie ich das verhackstücke. Vielleicht, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Also Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Restwoche, einen schönen Dienstagabend und ich verbleibe mit unserem Wicked Peace, euer Mölli und haut rein. Und zwar richtig hoch, Mann, ich habe so einen Hunger. Also, bis dann, ciao, ciao.